Es eröffnen drei Buben. Nein, ich spiele so nicht mehr weiter. Könnten Sie sich etwas deutlicher ausdrücken? Kein Streit. Bitte, meine Herren. Worum geht es? Ich will nicht immer wieder mit Leuten spielen, die ich nicht kenne. Es hat sich eben so ergeben. Gegen wen haben Sie denn was? Was soll das? Was ist hier los, meine Herren? Halten Sie mich für blöd? Dieser Mann ist bewaffnet. Polizei, Hände hoch! Los! Die Hände hoch! Es ist eine Razzia! Muss ich das glauben? Schnauze. Alle bleiben da, wo sie sind. Und das Geld bleibt auf dem Tisch! Sechs, sieben, acht, neun, 5.000, das wär's. Das ist zurück. Matthias? Hm? Stimmt was nicht mit meiner Augenfarbe? Die 1.000 habe ich gewonnen. Das war nur Teil deiner Arbeit. Wieso? Die kann ich behalten, wetten? Ja, aber nur im Traum. Weißt du, was allein der Anzug gekostet hat? Nicht schon wieder. Wir wollten... Könnt ihr noch nicht. Wenn wir mit Hector fertig sind, bringen wir ihn euch rüber. Er hat wirklich gedacht, er kann die 1.000 Mark, die er gewonnen hat, behalten. Er will euch bloß vorführen, dass er nicht bestechlich ist. Sind Sie Frau Hector? Ja. Worum geht es? Kann ich reinkommen? Nein. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Es geht um Ihren Mann. Also, was ist los? Der Spielclub, in dem er war, ist heute Nacht aufgeflogen. Solche Nachrichten über meinen Mann sind reiner Alltag. Er hat einfach den Club gewechselt, haben wir dadurch entdeckt. Und so etwas irritiert meine Auftraggeber. Ihr Mann hat bei denen immerhin 200.000 Mark Schulden hinterlassen. Und weshalb kommen Sie da zu mir? Was starren Sie mich so an? Wollen Sie Ihren Mann umbringen, indem Sie nicht bezahlen? Meine Auftraggeber sind auf diesem Gebiet völlig humorlos. Wo ist mein Mann jetzt? Auf dem Polizeipräsidium. Und ich glaube nicht, dass Sie ihn diesmal so schnell wiedersehen werden. Damit muss ich leben. Es dürfte sich in Ihren Kreisen doch eigentlich rumgesprochen haben, dass bei uns nichts mehr zu holen ist. Ich kann nicht mehr für seine Schulden aufkommen. Ich weiß. Sie haben nur mehr das Haus hier. Ohne Hypothek. Es ist Ihr Eigentum und der Rest Ihres Vermögens. Und was wollen Sie denn von mir? Mit Ihnen reden. Vielleicht finden wir eine Lösung für alle Probleme. Kommen Sie. Das da oben war Ihre Tochter? Sie hat die ganze Zeit zugehört. Schön haben Sie es hier. Kommen Sie zur Sache. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was die Mordkommission von mir will. Sie können es sich schon vorstellen. Ist Ihnen nicht klar, dass Sie eines Tages genauso enden können wie der Spieler Rainer Humboldt?
Wir sind ziemlich abgebrüht durch unsere Arbeit. Ja, es kommt nicht oft vor, dass wir Mitleid mit jemandem haben. Wir wollen Ihnen nur helfen. Was haben Sie mit mir vor? Wollen Sie mich entmündigen lassen, oder was? Nein. Wir wollen, dass Sie sich in Behandlung befinden. Ach, Behandlung? Ja, Sie sind krank. Behandlung? Ich war schon 100 Mal in Behandlung. Sie wissen das. Vielleicht will ich das so. Was wollen Sie so? Getötet werden. Umgebracht, wie Rainer Humboldt. Dann wäre endlich alles vorbei. So was sollten Sie nicht sagen. Schon Ihrer Tochter zu lieben. Bist du? Ja. Kommen Sie bitte. Ja. Kannst du doch nicht verrückt werden? Nee, Moment. Wollt ihr ihn wieder haben, oder wie? Tja, wir werden Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen ihn erstatten, wegen illegalen Glücksspiels. Auf wie viel beläuft sich? Du sollst rausgehen! Los, an die Wand! An die Wand! Los! Aufstützen! Beine auseinander! Killer. Ich bin kein Killer. Aber Sie haben öfter mit Humboldt an einem Tisch gesessen und gespielt. Wir wissen das, Herr Dr. Hector. Es gibt keine Beziehung zwischen Spielern. Freundschaft schon gar nicht. Jeder ist der Feind des anderen, verstehen Sie? Das ist wie Krieg. Wegen wie viel hat man Humboldt umgebracht? Bei ihm war nichts mehr zu holen. Da bezahlt man dann mit dem Leben. Heimann? Ja, ich melde mich, Ende. Kann ich dich mal sprechen? Haben Sie gemerkt, dass Ihr Gegenüber bewaffnet ist? Beim Spiel. Das tut mir leid, aber woher sollte ich wissen, dass das ein Polizist ist? Das macht Ihnen ja keiner einen Vorwurf. Unter seinem Jackett sah ich manchmal so einen braunen Lederriemen. Ich meine, das konnte doch nur ein Pistolenhalfter sein, nicht? Hören Sie, das ist mir völlig egal. Sie sollen meinen Vater finden. Hey, ich warte. Mutter, du sollst aus der Leitung gehen. Nina, ich wollte nur sagen, ich habe die Polizei verständigt. Lassen Sie den Mann sofort frei. Den Teufel werde ich tun. Um den ist es sowieso nicht schade. Was wollen Sie jetzt machen? Ich will mit meinem Vater sprechen. Ja, erst sagen Sie mir mal, was Sie vorhaben. Als erstes werden Sie die Polizei abziehen. Dann wird mein Vater hier vorfahren mit seinem Wagen. Und, weiter? Ich werde mit meiner Geisel rauskommen. Wir werden in den Wagen steigen.
Und Sie werden uns in Ruhe fahren lassen. Und wenn ich das alles nicht tue? Dann werde ich den Mann töten. Kann man vielleicht wissen, wer der Mann ist? Das werden Sie noch früh genug erfahren. Gut. Bleiben Sie in der Leitung. Sie können gleich mit Ihrem Vater sprechen. Herr Dr. Hector, Ihre Tochter hat eine Geisel genommen. Sie möchte mit Ihnen reden. Hören Sie bitte. Ja, Ihr Vater. Nina? Nina, was machst du? Hör zu, ich will jetzt nicht diskutieren. Mach bitte alles, was Sie sagen, ja? Bitte, Papa. Bis gleich. Ich liebe dich. Machen Sie doch was! Wieso kann Ihre Tochter so gut mit Waffen umgehen? Ihr Großvater, also der Vater meiner Frau, war ein Waffennarr. Der hat sie schon mit 16 mit auf die Jagd genommen. Sogar nach Afrika, Großwildjagd. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Hat Ihre Frau Vermögen? Nein. Nicht mehr. Haben Sie eine Ahnung, was das alles soll? Nein. Kein Zugriff. Auch nicht in der Stadt, nein. Ihr haltet euch da raus. Die Kollegen übernehmen die Verfolgung verdeckt. Ende. Traut Leo dem Mädchen nicht zu, dass sie den Mann umbringt. Warum sollte sie? Trauen Sie es Ihrer Tochter zu? Ich weiß nicht. Nein. Woher soll ich das wissen? Nein. Von Geld hat sie nichts gesagt. Hätte ich auch sagen können, ich will 1 Million oder 2. Für Sie zum Beispiel. Bitte lassen Sie das, Herr Kreis, ja? Wovon leben Sie überhaupt? Meine Tochter steckt mir hin und wieder etwas zu. Was macht sie? Ich meine beruflich. Sie studiert. Sport, Philosophie. Wo kommt denn dann das Geld her? Bitte fragen Sie mich nicht sowas, ich weiß es nicht. Oh, recht, wa? Fahren Sie langsamer. Rechts ran. Und wenn ich Halt sage, halten Sie. So, Halt. Überreden Sie Ihre Tochter aufzugeben. Ich glaube nicht, dass es sonst gut ausgeht. Wenn ich in den Wagen hinter Ihnen eingestiegen bin, fahren Sie noch ein Stück vor.
Bleib da. Gerd, die Kollegen sollen sich dranhängen. Ich bin von der Kriminalpolizei und ich glaube, wir müssen miteinander reden. Ja, das glaube ich auch. Kommen Sie. Danke. Was? Nein, ihr braucht euch nicht dauernd zu melden. Ihr meldet euch nur, wenn was ist. Ist was? Na los, Sie sollen reden. Es macht mir nichts aus, abzudrücken. Bist du verrückt geworden, Nina? Versuchen Sie mal, bei der nächsten Ampel abzuhauen. Nina, bitte. Die wollen dich umbringen, er und Mama. Wenn ich das jemandem erzähle, glaubt mir das kein Mensch. Ist doch alles Quatsch. Das glaube ich nun wieder nicht. Ihre Frau wollte ihre Schulden bezahlen. Das ist gelogen. Zähl bis drei. Bei vier drücke ich ab. Bitte, Nina. Also, eins, zwei. Nina, bitte. Drei. Das war ein Spiel, eine Überlegung. Ihre Frau und ich, wir hatten uns ausgedacht, sie zu töten. Meine Frau könnte nicht mal das Geld aufbringen, um einen Killer zu bezahlen. Sie wollte uns ihre Lebensversicherung auszahlen, die sie zu kriegen hätte. 200.000 Mark. Das ist allerdings kein Spaß. Im Übrigen, meine Lebensversicherung läuft über eine halbe Million. Die restlichen 300.000 wollte sie behalten. Nein, das war überhaupt kein Spiel. Nein, nein. Wir bleiben dran. Wir sind jetzt in der Rosenheimer Straße. Wir haben schon gedacht, ihr habt sie verloren. Wir haben sie schon noch. Was fragen Sie mich? Ich bin nicht meine Tochter. Fragen Sie meinen Mann. Habe ich versucht. Meine Tochter hat eine... Naja, man muss schon fast sagen, eine krankhafte Liebe zu ihm. Meine Tochter und ich, wir haben uns schon seit 10 Jahren nichts mehr zu sagen. Wohnt sie hier bei Ihnen? Sie hat hier noch ein Zimmer, aber sie ist so gut wie nie hier. Alles, was von meinem Vermögen noch übrig geblieben ist, ist nichts weiter als ein großer Haufen Schulden. Fragen Sie nicht, warum? Nein. Na endlich. Dass ihr euch gar nicht mehr meldet, war ja auch nicht ausgemacht. Wir haben schon gedacht, ihr habt sie verloren. Ende. Die haben den Eindruck, das Mädchen bedroht den Typen immer noch mit einer Waffe. Gerd, ruf doch mal die Zentrale an. Und lass feststellen, wer der Halter dieses Wagens da ist. München, Emil Richard, 1729. Und was wollte der Mann? Irgendwas muss er doch gewollt haben. Schulden kassieren. 200.000. Wovon bitte? Entschuldigung. Ja, Kassier. Was? Ja, danke. Hat er gesagt, wer ihn geschickt hat? Nein. Ich meine, welcher Club? Nein. Der heißt gar nicht Beirut. Naja, oder
So ähnlich. Sie werden schon noch ein paar andere Namen finden. Also der Wagen da draußen ist auf den Namen Alfred Kragmeier zugelassen. Aber warum um Gottes Willen entführt Ihre Tochter so einen Mann? Was fragen Sie mich das? Ich will ganz ehrlich sein, Frau Hector. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Nein. Moment mal, was? Das könnte er ihm selbst sagen. Da kommt er ja schon. Nein, nein, er ist gleich da. Früher hat man Boten mit schlechten Nachrichten die Köpfe eingehauen. Das heißt, Sie haben den Wagen mit Hector, seiner Tochter und dem Typen verloren. Genau. Für dich, Leo. Chris? Ja. Ein Bericht, ja. Ende. Den Wagen solltet ihr sicherstellen lassen und die Spurensicherung dran setzen. Also irgendwas muss jetzt passieren. Nina. Nina, glaubst du nicht, dass die hinter uns her sind? Also ich halte jetzt einfach irgendwo an. Und dann haben sie uns. Und dann ist endlich alles vorbei. Fahr weiter! Ich lass mich nicht einsperren. Niemals. Tja, was kann ich euch noch erzählen? Hier ist erstmal die Liste aller illegalen Spielclubs, in denen wir Hector aufgegriffen haben. Wer sitzt nicht? Einige sitzen. Gegen andere ermitteln wir noch. Und der Rest? Da haben wir nichts. Dieser Mann, das ist eine echte Tragödie. Erfolgreicher Ingenieur, einige Erfindungen, Patente. Was ist los mit dem? Genau weiß ich es nicht, aber vor 20 Jahren ist da mal irgendwas passiert. Da laufen Dinge an zu trinken und zu spielen. Vom Trinken war er nach 5 Jahren wieder runter. Aber das Spielen ist seine große Sucht geworden. Ja, das Spiel ist ihm geblieben. Mehr hat er uns nie erzählt. Im schlimmsten Fall wird es ihn töten. Genau wie Rainer Humboldt. Heimann? Wer? Nein, sofort. Ihr glaubt es nicht, Martin Hector kommt. Mit oder ohne Tochter? Ohne. Ich verdrück mich lieber. Spieler sind misstrauisch und unendlich empfindlich. Wir haben Hector unsere Hilfe angeboten, aber ich glaube, er hat seine Sucht akzeptiert. Du brauchst nicht zu gehen, wenn ich komme. Hector ist mit seinem Wagen hierher gekommen. Wir haben den Wagen sichergestellt und untersuchen ihn jetzt auf alle möglichen Spuren. Persönliches haben wir daran nicht gefunden. Merkwürdig eigentlich. Ja? Kommen Sie, kommen Sie. Wo ist Ihre Tochter? Die wollte nicht mitkommen. Sie hat gesagt, sie lässt sich nicht einsperren. Wir fahnden nach ihr, das ist Ihnen klar. An irgendeiner Ampel ist dieser Mann rausgesprungen und weggelaufen. Wir sind ja schon froh, dass Ihre Tochter nicht geschossen hat. Kennen Sie den Mann? Herr Dr. Hector. Ja, ich glaube, er macht so eine Art Inkasso für einige illegale Spielclubs. Ich glaube, es ist gut. Er macht. Kennen Sie seinen Namen? Irgendwann ist meine Tochter dann auch ausgestiegen. Ja, und was sollte das Ganze? Wissen Sie das jetzt? Ja.
meine Frau und dieser Mann wollten mich umbringen. Ja. Und aus der Lebensversicherung sollte er 200.000 Mark für die Spielschulden bekommen. Und das andere wollte meine Frau behalten. Hier, den habe ich hinten im Wagen gefunden. Ihre Tochter hatte aber eine Pistole in der Hand, als sie aus dem Haus kam. Ja, das war meine. Die hat immer an meinem Schreibtisch gelegen. Das heißt, eigentlich hat ihr Großvater sie ihr geschenkt. Und mit der Pistole hat sie dann die ganze Zeit den Mann bedroht. Sie wollte, dass er es mir sagt, dass sie mich umbringen wollen. Und? Hat er es gesagt? Ja. Sie wollten mich töten. Für das Geld. Und Ihre Tochter? Warum ist sie damit nicht zu uns gekommen? Hätten Sie ihr geglaubt, ja? Ihre Aussage hätte doch 2 gegen 1 gestanden. Wo ist denn Ihre Tochter jetzt? Sagen Sie uns nicht, Sie wissen das nicht. Ich weiß das nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich möchte jetzt gehen. Oder behalten Sie mich hier oder was? Wir können Sie gar nicht hier behalten. Aber Sie gehen jetzt nicht nach Hause. Nein, 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 das wäre wohl nicht das Richtige. Nein, ich gehe in eine kleine Pension, wo mich niemand kennt. Sollen wir Sie begleiten? Nein, nein, nein. Ich rufe Sie dann von dort aus an. Kommen Sie, ich bringe Sie hinunter. Wollen wir ihn beschatten lassen? Er geht jetzt nicht zu seiner Tochter. War ja die ganze Zeit bei ihr. Wer von euch wartet auf seinen Anruf? Ja, am besten beide. Bis morgen. Bis morgen. Du bist zu nah dran, geh ein Stück weg, bitte. Vielleicht hat sie doch geschossen. Du weißt, was das heißt? Ja. Alle Schüsse von hinten. Er wird uns vorwerfen, bei der Entführung durch die junge Frau einen Fehler gemacht zu haben. Ist ja gut, ich weiß es. Keine Schleifspuren, soll ich dir noch von Riedmann sagen. Er ist da umgebracht worden. Wir kennen ihn. Polizeibekannt ist er unter dem Namen Peter Reising. Schwere Körperverletzung, versuchter Totschlag und noch so ein paar Sachen. Er ist übrigens ziemlich neu in der Gegend hier. Danke. Sieht nicht gut aus für euch, was? Wir stellen euch alles zusammen, was wir über ihn haben. Warum sollte sie ihn umgebracht haben? Weil er angesetzt war, ihren Vater umzubringen. Wie sollte sie das Problem anders lösen? Sie liebt ihren Vater. Na ja, Hülsen haben sie auch gefunden. 9 mm Para. Sieht aus wie ein Hinrichter. Ich weiß, Doktor, ich weiß. Und erschossen worden ist er heute Nacht um 2:30. Das hat jemand gehört da drüben. Aber es hat ihn nicht weiter interessiert, die Schießerei. Notarztwagen soll hier vorbeigefahren sein. Du weißt ja schon alles. Den Obduktionsbericht bekommst du morgen früh. Heute Abend. Leo. Also gut, heute Nacht. Servus. Ihr müsst jemanden finden, der was gesehen hat. Das gibt's doch alles gar nicht. Das ist ja furchtbar. Ich möchte, dass Sie sich den Toten ansehen. Ich will das eigentlich nicht. Tun Sie es trotzdem, bitte.
Was denken Sie? Was denken Sie? Wollen Sie es wissen? Ob Sie das wissen wollen? Meine Tochter tut so etwas nicht. Aber vielleicht Sie beide zusammen? Was für ein Kaliber hat denn die Waffe in Ihrem Schreibtisch? Waffe? Ja, die Pistole. Ach so, neun Millimeter. Sie sagen mir jetzt, wo ich Ihre Tochter finde. Ich weiß das nicht. Brauchen Sie mich noch? Ja, fahren Sie den Herrn bitte aufs Präsidium, bringen Sie ihn in mein Büro und warten Sie dort auf mich. Das heißt, das bin ich jetzt festgenommen, oder was? Nein, noch nicht. Kommen Sie bitte. Wo ist denn sein Wagen? Entschuldige mal, ich muss ja wohl das Entführungsfahrzeug sicherstellen. Ah ja. Und jetzt sind Sie froh, dass der Mann tot ist. War das eine Frage oder eine Feststellung? Was war das? Ich kann über keinen Tod froh sein. Außer über den von Ihrem Mann. Ja, was glauben Sie eigentlich, wer mein Mann ist? Dieser Mann ist für jeden, mit dem er in Berührung kommt, eine Katastrophe. Er hat alles kaputt gemacht. Alles. Deine Tochter wird er auch zerstören. Mein Leben hat... Mein Leben war kein Leben. Wollen Sie sich nicht setzen? Weshalb sind Sie hier? Hat sie den Mann getötet? Nina? Wir wissen es nicht. Aber wenn ja, dann wissen wir warum. Und... warum? Weil Sie und dieser Mann beschlossen hatten, Martin Hector zu töten und sich dann die 500.000 zu teilen, die aus seiner Lebensversicherung fällig wird. Von wem haben Sie das? Meinen Sie nicht, dass ich das nach diesen 25 Jahren verdient habe? Für die 4 Millionen, die er verspielt hat? Nee, ganz bestimmt nicht. So nicht. Ich werde mir große Mühe geben, Sie der Anstiftung zum Mord zu überführen. Warum können Sie mit jemandem wie mir kein Mitleid haben? Warum nicht? Sie wollten mir noch sagen, von wem Sie das haben, das mit dem Mordkomplott. Werner Ballut, oder wie er mit richtigen Namen heißt, Peter Reising, hat es Ihrem Mann gestanden. Gestern bei der Entführung. Mit der Pistole von meiner Tochter am Rücken. Da kommen Sie nicht weit mit, Herr Kress. Sagen Sie, vor 20 Jahren etwa, da hat Ihr Mann schlagartig angefangen zu trinken und zu spielen. Was war da? Was ist da passiert? Nichts. Was soll da gewesen sein? Nein, wir suchen die Besatzung eines bestimmten Notarztwagens. Was? Als Zeugen in einer Mordsache. Letzte Nacht. Ja, ich warte. Also, was ist nun? Sie werden doch wissen, wo Ihnen dieser Ballut, Reising oder Kragmeier abgehauen ist. Ja, vielleicht haben Sie einen Stadtplan. Dann suchen Sie, ich melde mich wieder. Johnson? Was? Ja, wir sagen dir dann unterwegs Bescheid, wo wir dich treffen, Leo. Danke, Ende. So. Und jetzt wollen wir wissen, wo Ihre Tochter ausgestiegen ist. Genau. Wenn ich bitten darf. Und Ihre Tochter ist dann hinterher, oder was? Nein, ist sie nicht. Wie stellen Sie sich das vor? Ich frage Sie. Und dann, weiter? Meine Tochter hat einen Weinkrampf bekommen.
danach. Ich bin dann mit ihr weitergefahren. Was ist das für eine Beziehung zwischen Ihnen und Ihrer Tochter? Ich liebe sie. Sie ist der einzige wahrhaftige Mensch, den ich kenne. Der Revolver, den Sie uns gebracht haben, was ist das für eine Waffe? Wie, was meinen Sie? Naja, wem gehört der? Ich weiß es nicht. Ich nehme an, meine Tochter hat sich diesem Mann abgenommen. Die beiden Verkäuferinnen in der Boutique haben auch nichts gesehen. Keiner hat was gesehen. Ich setze euch bei eurem Wagen ab. Wir werden uns jetzt selber um die illegalen Spielclubs kümmern. Und Sie, Herr Dr. Hector, werden uns dabei helfen. Naja, ich sehe schon. Sie geben sich auch alle Mühe, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Je länger Sie Ihre Tochter schützen, umso schlechter sieht es für Sie aus. Und zwar für Sie beide. Entschuldigen Sie, wo haben Sie hier eine Toilette? Da hinten rechts. Die Geschichte kann einen wirklich krank machen. Ja, du hast morgen früh einen Termin bei unserem Polizeipräsidenten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Liebe Kollegen, Anwalt Fotos von Köpfen aus der Spielerszene zur Einführung. Da können wir gleich Hector ransetzen. Und mit dem Notarztwagen, was war da letzte Nacht? Darf ich mal was sagen? Moment mal. Die müssen was bemerkt haben. Zur Tatzeit sind in der Gegend gesehen worden. Wir haben sie nur nicht gefunden. Wir lassen sie jetzt von den Kollegen vom Dauerdienst suchen. Die schauen jetzt alle Einsatzpläne durch. Gut, jetzt du. Nach dem Vergleich aus dem Entführungsfahrzeug sind auf dieser Waffe folgende Fingerabdrücke. Die von Martin Hector, die von Nina Hector und die von dem Toten. Naja, aber mit dieser Waffe kann der Tote ja wohl nicht umgebracht worden sein. Nein, er nicht. Sondern wer? Rainer Humboldt, der Zocker, vor 4 Wochen. Ich werd verrückt. Das heißt? Jetzt fällt dir aber ein Stein vom Herzen, was? Das ist aber nur so klein. Die haben erfahren, was mit Balut passiert ist, die Entführung. Und plötzlich war ein Risiko für sie. Sie haben ihn umgelegt. Naja, wenigstens haben wir die Waffe, mit der Humboldt erschossen hat. Ja, aber wir brauchen den Notarztwagen. Zeugen brauchen wir. Wir haben noch mal die ganzen Sachen gesichtet, die wir Leuten bei den letzten Razzien abgenommen haben. Bei einem der Spieler, der, so nehmen wir an, Teilhaber von einem anderen illegalen Spielclub ist, haben wir das hier sichergestellt. Er heißt Schirmann. Was ist das? Ein Schuldschein. Über 50.000 Mark, fällig morgen. Und unterschrieben von Nina Hector. Hector? Schön, dass du gekommen bist. Wie du das sagst. Ich hab doch sonst niemanden. Lass uns abhauen von hier. Es ist zu spät. Die würden uns überall finden. Wieso? Wer findet uns wo? Die Polizei, die anderen. Ach. Ist doch egal. Du bist der schönste, größte und beste Vater auf der Welt. Ach komm, komm, komm. Sag nicht sowas. Die Menschen halten mich für eine Katastrophe. Für eine Tragödie.
Nina. Wenn wir beide nicht abhauen, weißt du, wie es dann weitergeht? Ich hab dir etwas Geld mitgebracht. Du brauchst doch was. Du musst jetzt nicht lügen, du kannst auch damit spielen, wenn du willst. Was ist? Ich kann nicht mehr spielen. Es ist irgendwas passiert mit mir, also in mir, verstehst du? Eigentlich müsste ich jetzt lachen. Ganz laut lachen und mich freuen. Aber es geht nicht. Habe ich recht? Nein, es geht nicht. Ich muss jetzt los. Egal, was passiert. Wir verlassen uns nie, ja? Nee. Nina. Gib mir die Pistole. Gib mir die Waffe. Ich kann sie dir nicht geben. Ich will auch nie wieder Geld von dir. Ich schwör's dir, nie wieder. Bitte. Nein. Das ist wie beim Stierkampf, Leo. Für die bin ich jetzt sowas wie ein riesiges rotes Tuch. Wenn ich nur ein rotes Tuch brauche. Sag mal, wenn jemand einen Schuldschein nicht einlöst, was passiert dann? Du meinst Nina Hector? Ja. Tja, die kriegen ihr Geld schon, so oder so. Entweder von dir oder von ihrem Vater. Das haben die fest im Griff. Und wie? Sie lassen sie die Schulden abarbeiten. Ach, die schicken Nina Hector auf den Strich. Aha. Wenn sie da nicht schon ist. Tja, wenn sie ihr Geld nicht kriegen, dann bringen sie Hector um. Wir haben vielleicht Nerven vom Notdienst. Ich bin froh, dass wir die beiden überhaupt gefunden haben. Apparat, Chris. Nein, bringen Sie die beiden hoch. Danke. Leo reißt uns den Kopf ab, wenn wir nicht bald kommen. Wir zeigen den beiden jetzt erstmal die Fotos. Weil wer davon ist jetzt Karl Schirmann? Das ist Bogatski. Das ist Harlinger, Türsteher und Schläger. Ja, das ist ein Schirmann. Das ist der mit dem Schuldschein von Nina. Ja? Entschuldigung, wir hatten noch einen Einsatz. Das haben wir mitbekommen. Von dem Mord haben wir eben erst erfahren. Aus dem Park kamen zwei Männer gelaufen, mit einem Affenzahn. Und plötzlich gingen sie ganz langsam und dann stiegen sie in ein Auto ein. Das Kennzeichen haben sie nicht. Nein. Der eine war groß, mit langen Haaren. Und der andere eher klein. Schauen Sie sich mal die Fotos an. Vielleicht sind die beiden von letzter Nacht dabei. Der war dabei. Und der. Das ist der Laden vom Schirmann.
Da sind sie meist drin, wenn sie nicht irgendwo spielen oder abkassieren. Da sind Sie ja wieder. Kommen Sie! Kommen Sie rein zu uns. Reden Sie erst mal mit uns, bevor Sie da reingehen. Sie waren etwas plötzlich weg. Ja, ja, Entschuldigung. Ach, und Sie meinen, es muss reichen, ja? Was wollen Sie denn jetzt da drin? Herr Dr. Hector, was ist los? Ich muss mit dem Besitzer reden. Mit Schirmann. Ihre Tochter Nina hat ihm einen Schuldschein über 50.000 Mark unterschrieben. Ja, ja, und der ist morgen fällig. Und? Was wollen Sie ihm sagen? Dass sie nicht bezahlen kann. Sie hat das Geld nicht. Ja, was schauen Sie mich so an? Ja, was meinen Sie denn, was dann passiert? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hallo. Lange nicht gesehen. Hm? Na, Sie trauen sich was. Liegt was an? Früher oder später sehen wir uns ja doch wieder, Herr Schirmer. Eigentlich lieber früher. Damit der ganze Mist mal ein Ende hat. Und der? Was will der hier? Wir wollen mit Ihnen reden. Über einen Schuldschein. Es gibt nichts zu reden. Die Verständigung ist gut. Ja, klar und deutlich. Ende. Versuch doch mal, Leo zu erreichen. Habe ich doch gerade versucht, vor 5 Minuten. Der geht nicht dran. Schau mal. Alles ist erstmal ausgesetzt. Keine Aktion, ihr bleibt, wo ihr seid. Wir melden uns. Ich werde die Rückgabe meines Eigentums gerichtlich erzwingen. Ja. Ja? Und wo? Meinetwegen. Gibt es irgendeinen Grund, warum ich jetzt nicht gehen sollte? Nein? Nein. Was willst du? Die 50.000 sind erst morgen fällig. Ich hab sie nicht, Sie wissen das. Ich hab sonst immer alles gezahlt. Du wirst bezahlen.
Und ich werde dein Gesicht zerschneiden. Dann fällt dir das Verdienen noch schwerer als bisher. Also besser, du zahlst. Ich werde überhaupt nicht mehr zahlen. Nie mehr. Zugriff. Waffe weg! Hände auf, Polizei! Gehen Sie bitte alle in diese Ecke. Sie sind festgenommen wegen des Verdachts des Mordes an Werner Band. Ich habe nicht geschossen. Er war's. Such die beiden nach Waffen ab. Hände auf die Decke. Umdrehen. Keine Ahnung. Ja, Leo, so geht das manchmal. Ist das so, Henry? So ist es, Leo. Dann fangt ihr doch schon mal an mit Bogatzky und Harlinger. Die Waffe habe ich. Gut. Ich hätte auf Schirmann geschossen. Warum sagen Sie das? Warum? Weil es wahr ist. Ich muss das jetzt gegen Sie verwenden. Ich habe da eine Frage. Ja? Fragen Sie nur. Vor 20 Jahren ist in Ihrem Leben irgendwas Einschneidendes passiert. Was war das? Meine Frau hat mir erklärt, dass ich nicht Ninas Vater bin. Das war vor 20 Jahren.